Bam! Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Hallo und herzlich willkommen zu Games to Gaming. Und ich will wieder zurück zu meiner Bestform. Ich will wieder. Fuck, ja, das war jetzt nicht gemeint. Aber ich will wieder zurück in meine Topform in Counter-Strike. Damals Source. Jetzt will ich erstmal mit Global Offensive versuchen. Und dazu brauche ich erstmal extrem viel Training, weil. Ich habe letztens ein bisschen gespielt und ich habe gemerkt, ich bin so dermaßen schlecht geworden, das ist schon super peinlich, also, ja. Genau, und deswegen mache ich wieder mein altbekanntliches Counter-Strike-Training, das bedeutet Gun Game, Deathmatch und dann normale Runden, so viel zocken, wie es geht. Weil ich jetzt gerade irgendwie auf die Schnelle jetzt keinen Gun Game-Server gefunden habe, sind wir jetzt auf dem Deathmatch-Server, da stelle ich dann ein, dass ich pro, also jedes Mal, wenn ich sterbe, eine andere Waffe bekomme, damit ich für jede Waffe halt dieses Feeling bekomme. Dass ich erstmal mit jeder Waffe ein bisschen wieder zocke. Obwohl es am Ende sowieso wieder die AK-47 ist, aber. Das ist egal. Wir drücken jetzt hier auf 5 und jetzt haben wir jede Runde eine Random-Waffe. Und damit versuchen wir jetzt ein bisschen was zu ownen, ein bisschen was zu reißen und sonst so geballert zu machen. Natürlich kann man jetzt nicht Deathmatch mit einem normalen Modus von Counter-Strike vergleichen. Weil das einfach mal. Ja, da war einer. Alles klar. Ist ja Zufallsspawn. Weil das einfach mal ein bisschen anders ist, aber es geht mir hier ums Waffenfeeling, um zu treffen, um zu schießen und das alles hinzubekommen. Dafür ist Deathmatch ganz gut und Gun Game ist da noch besser, weil es darum geht, nicht zu sterben. Und deswegen. Oh. Da habe ich ja genatzt. Genau. Deswegen mache ich das Ganze hier. Deathmatch ist für mich auch Gun Game und Deathmatch ganz wichtig und natürlich halt ganz viele normale Runden spielen, um da den. Da dann normal hinzubekommen. Um da alles super zu reißen. Genau, dafür machen wir das alles und ich werde das jetzt hier öfters machen, weil ich werde auch jetzt ohne Aufnahme richtig viel spielen, weil ich will einfach mal wieder fett hier ein bisschen was reißen mit meinem Black P, mein alter Name. Und genau. Ja, das wollte ich immer so gesagt haben. Das Lustige ist, ich suche immer noch einen Clan. Ich hätte mal vorhin geguckt, so ob nach einem Fun-Clan erstmal oder generell einem Fun-Clan. So einen familiären Fun-Clan. Gibt es viele, aber irgendwie habe ich jetzt keinen einzigen richtigen gefunden, der mich interessiert. Muss dann ein bisschen weiter gucken. Wenn ihr vielleicht einen kennt oder selbst einen habt oder so und denkt, ihr könnt noch einen Noobie wie mich jetzt noch mit aufnehmen, der sich hier. Komm ich da ran? Oh, die Diegel. Was ist los hier? Ich mache hier mit Shotgun, ey, was ist das? Sehr Schwachsinn. Oh. Suti. Wie viel ist das? Es geht. Ja, ich bin auf den Community-Servern. Irgendwie auf den offenen spielt aber mit gar keiner mehr. Also, da habe ich letztens gespielt. Da waren da nur Bots drauf. Wow, okay. Der aber gut. Schon wieder Shoddy. Na, immer wieder. Oh. Das ist ja mal ein geiles Messer. Dual Barrels. Na, ich bin immer noch so auf Counter-Strike Source eingebaut. Aber da ist er noch schlimmer. Hier, das geht hier wenigstens noch ein bisschen. Ich glaube, wir können hier. Ah, hier ist keiner, okay. Genau, falls ihr selber spielt und einen guten Gun Game Server findet, dann schickt mir mal die IP oder so. Dann würde ich gerne mal drauf spielen. Ich wollte eigentlich durch die Wand früher ging es, weiß nicht, ob das mehr so funktioniert, aber mit der Shotgun ist unser. Uah. Da ist einer. Boah, Alter, ich wollte gerade sagen. Die können auch mal sterben, ey. So, der ist weg. Na, das ist. Lieber mit den. Boah. Ja, schöner Spawn-Kill, supi. Supi. Ja, Rache, Bitch. Leute, ich treffe dich den Kopf. Nein, 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 nein. Oh, warum habe ich nicht die Waffe gezogen? Ich hätte die zweite Waffe ziehen müssen, ich weiß. Ich bin so doof. Ich hätte einfach die zweite Waffe nehmen sollen. Okay, die Waffe kannte ich jetzt gerade gar nicht. Die AK-47. Bei Old Fab. Oh, Alter. Okay, war doch ein Headshot, aber ich wollte gerade sagen. Boah, ich bin gerade ein bisschen aufgedreht. Nein. Ja, seht ihr, wie oft ich den getroffen habe?
Oh, schön weggebaut. Du auch gleich? Ja? Oh, die Waffe ist gut. Was ist? Ich glaube, das ist die Tech, ja. Danach. Nein, so viele, so viele. Ah, scheiße. Vorne, hinten einer. Geil. Spraying! Ich wollte die Waffe, zweite Waffe gerade ziehen, ich schwöre. Ich schwöre es. Was ist? Ja! Was ist denn hier los, ey? Oh, die liebe ich, die Bison, Alter. Bei Call of Duty ist auch ganz gut, aber ich finde die übertrieben lustig. Obwohl die gar nicht so stark ist, aber irgendwie mag ich das Schussfeeling von denen so sehr. Ha! Da sehen wir es ja mal. Da haben wir es wieder drauf, da haben wir es wieder geschafft, da haben wir es ja mal gerockt, was? So wie wir es immer machen. Alter, was ist das für eine Waffe? Also ich könnte auch die ganze Zeit mit einer Waffe spielen, das werde ich später auch noch machen mit der AK-47, um halt dafür halt das Waffenfeeling hinzubekommen. Aber jetzt würde ich erstmal halt am Anfang wieder richtig viel Venom spielen, um halt mit den ganzen Waffen wieder klar zu kommen. Was ja eigentlich, ja, wenn man mal eine Waffe von anderen aufhebt oder so, dann macht aber mies. So, jetzt kriegt er aber gepawnt hier. Zack, Alter. Und die macht der One-Shots. Da, der will auch eine kassieren an, Joshua. Hast du ihn schon? Hast du ihn schon massiert, ja? Ja, ja, hier ist einer. Schampi! LOL! Okay. Ich wollte gerade sagen, Alter, der hat davon getroffen. Ja, ja, war klar. Ja, das ist unfair. Die Farmers. Die Farmers auf Feuerstoß drücken und. Und einfach wegpaunen. Alles hier. Ich muss daran denken, die scheiß Waffe immer zu wechseln, weil nachher Leute einfach was. Wow! Ja, Digga. Oh, ein Hatchy! Headshot. GG! Danke mal. Darf ich mal nachladen? Aber schon nachladen. Ja, das ist so schön. Einer von uns. Einer von denen. Warum tötet den keiner? Nee. Oh, okay, der war davor. Ja. Ich hasse dich. Oh! Ja, okay, er hat AWP gehabt, das ist auch unfair. Das war jetzt wirklich unfair. Oh, die M4A4. Die zweite Standardwaffe, die ich immer nur nehme. Ich immer. Du bist einer. Hat den keiner gesehen? Ich wollte hinter die Kiste gerade. Oh, AWP, jetzt geht's los. Bam, Junge! Oh, wow, wow, wow. Na, scheiße. Von hinten. Den hätte ich sogar vielleicht noch bekommen. Ey, wie die es wussten. Was war das denn gerade? Ja, leck mich. LOL! Ey, das Spawn-Kit so ein Ende, what the fuck? Die Scout. Ah, nee, die SSG, die kenne ich gar nicht so. Ich kenne nur Counter-Strike Source, die Scout und die AWP, aber ich glaube, die ist so ein Zwischending hier irgendwie. Auf jeden Fall macht die keine One-Shot. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. What the fuck? Seht ihr das, Leute? Das war richtig schnubig einfach, ja. Das muss ich wieder loswerden. Das muss ich echt wieder schaffen. Wird sowieso ein komisches Problem sein, weil wenn ich wieder die normalen Runden spiele, dann funktioniert das auf Hörner, kann ich sowieso nicht so viel reden dabei. Leck mich. Und deswegen, ja, müssen wir gucken, wie wir das denn regeln, weil dann muss ich wieder die Boxen auf ganz, ganz laut stellen. Ja, Spawn Kill vor drin. Ich sehe den Kopf, Mann. LOL. LOL, ich wollte gerade sagen, Alter. Ich habe jetzt mindestens dreimal getroffen. Was ist das denn? Das ist doch das Gemeine, dass wir überall spawnen können. Ja. Er will mir wirklich auf Fern mit seiner komischen Pistole da irgendeine Ansage machen. Der ist sowieso tot. No, okay, der ist doch nicht tot. Ach, die Waffe, ich kenne die gar nicht. Oh. Oh, das war gemein jetzt. Die hat aber einen schönen. Oh, seht ihr das? Scheiße. Habt ihr das gesehen, was so ein. Wie die einfach mal
Was? Wie viel Range hat die einfach nicht drin? Okay. Aber kann Quickscopen. Hippiu! Tot. Einer von uns. Ja, da müssen wir lang. Okay, der hat zu spät nicht eine Begrenzung. Ja, 5 Minuten. Ja, okay, nimmert. Oh, jetzt war ich abgelenkt. Ja, die machen wir noch. Oh, die ist gut, die Waffe. Geil Deal. Die müssen wir uns merken. Können die mir etwa aufschreiben? Oh, von hinten. Scheiße. Die hätte ich sogar noch bekommen, alle. Naja. Also so Wunschdecken hier jedenfalls. AK-47. Lol, Alter. Ich glaube, ich bin mit anderen Waffen sogar jetzt noch besser geworden. Und die Magazin war leer. Ja, die Bison. Ja, und sowas musst du halt wirklich mal ein paar Stunden machen. Kriegt man ein ganz anderes Waffengefühl. Und dazu, wie man sich agiert im Kampf, also wie man sich bewegt und so weiter. Das kriegt man ja alles auch ganz schnell gut beigebracht. Zum Beispiel, dass ich ihn jetzt angeschossen habe, weil er mir vorgelaufen ist. Das ist von ihnen aber die Schuld gewesen, ich meine. Und gleich auf den Kopf schießen und... Jau! Waren da nicht noch welche von mir? Die hätten das eigentlich regeln müssen, oder? Boah, ein kleiner Bitchfighter. Aber eine Waffe Anhänger. Duell-Barrettas, Duell-Barrettas. So, Leutchen. Oh, der war gut. Respekt. Ha! Einer von uns. Das ist bei Enzo Gensi mir so schwer, ey. Da ist ja auch sowas halt, dass man. Dass sie. Okay, da wollte ich gerade nur scopen. Ich glaube, ich habe so viel Call of Duty gespielt. Boah, ich seh das Fahnenkreuz gar nicht mehr, wenn er anvisiert ist. Das ist richtig schlimm. Wenn er sich da so bewegt. Nee, Kolle. Oh. Das ist schon wieder diese Waffe. Ich weiß nicht. Ey, ich weiß nicht, was man an der gut findet. Entweder nimmt man die AWP oder man lässt es sein, ja? Man nimmt halt diese anderen, diese Automat, also die halbautomatischen da. Aber die, dass sie nicht. Ja, ha. Oh, er schaut ganz schaut, ganz schaut. Nein! Was jetzt? Hätte er nicht tot sein müssen? Boah, sind das zwei Schüsse, ja? Nachladen, Nachladen nicht vergessen. Nachladen ist das A und O. Weil es meistens eins im Verhängnis wird. Ich weiß, dass der da hinten gerade gestorben ist. Deswegen werde ich jetzt da mal abräumen. Genau. Wow, okay, den habe ich gerade nicht gesehen, aber kein Problem. Oh, was für eine Homo. Ich meine, was ein ungebildeter Mensch, ja? Oh, warte. Boah, jetzt kacke ich gerade ab. 33, 37. Ganz hässliche Minus-KD. Der ist einer. Ey, komm. Guckt bei dem an. Tech Art. Weiß ja nicht, Tech. Lol. War der wenigstens tot? Nee. Ey, was ist denn mit ihm, bitte? Wie oft habe ich ihm jetzt eine gegeben? Er sterbt aber auch mal. Sterb, sterb, sterb. Hä? Lol. Alter, der hat da gefressen wie Sau gerade. Na, die Waffe ist scheiße irgendwie. Die nehme ich nicht nochmal. Jetzt haben wir die schon wieder. Was ist das denn, ey? Wir müssen, glaube ich, mal ein komplettes Gameplay nur mit der Waffe machen, damit ich die mal hier hinkriege. Wir dürfen einfach nur Kopf treffen, ja? So zum Beispiel. Und, aber war schon angefragt. Ey. Hört aber auf zu schießen auf mich hier. Oh! Alter, hat er mich gerade erschrocken. Bam, bam. So einfach ist das. Ein Tipp von mir aus, für die, die keine Ahnung von Rotterdam kam, immer beim Schießen eigentlich hier runter gehen, damit das Fahnenkreuz, damit eine höhere Stabilität ist beim Schießen. Das heißt, der Rückstoß ist einfach niedriger, wenn man aus der gebeugten Position schießt. Nur so ein Tipp. Hm? Bitte Bescheid wisst, ja? Och du Kacke. Ja, bei sowas würde ich gerne mal. Ui. Bei sowas würde ich übertrieben gerne mal einfach mal so wie bei Call of Duty diese Killcam sehen. Weil es hätte mich jetzt echt mal interessiert, ob der jetzt anvisiert hat oder einfach nur genoscoped hat. Ja, diese Waffe hier, die ist. Ich glaube, ich muss mal alle meine schlechten Waffen aufschreiben und damit erstmal die ganze Zeit üben. Und bei der Hand tut gerade irgendwie weh.
Ja, na gut. Der Headshot. Oh, hier sind wieder viele. Oh. Da habe ich ja nicht ein bisschen getroffen. Was? Nein! Nein, ich war da. Nein. Oh. Ich habe aus dem Rest gedrückt und er wollte den Schalldämpfer nehmen. Aber das hat ja nur unser Leben gekostet. Was haben wir jetzt? Die Diegel. Nehmen wir mal die Diegel wieder. Ich liebe die Diegel. Wir müssen mal einen Diegel-Server suchen. Bam! Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Mein Scherzkill. Ah, der vorhin war cool. Direkt Headshot, einfach ein Schuss. Er läuft mir. Der da weiter. Es ist. Nein, es. Ja. So, Spiel gleich vorbei, habe ich gehört. Bester Spieler, Black P für die meisten Eliminierungen. Warum steht da Lito oben und nicht ich? Aber habt ihr es gerade gesehen, ja? Habt ihr es gerade gesehen? Da stand es einfach, ganz einfach. So, ich habe einen Stern bekommen, das bedeutet, dass ich einfach der Beste bin. Oh, ich bin so fucking müde, das glaubt ihr gar nicht, aber egal. Nee, jetzt, ich denke, ich bin überheblich oder so, weil ich weiß immer noch, dass ich Noob bin. Aber ich glaube, in der Runde haben wir es einfach mal gerissen. Obwohl wir 44 Death haben, 42 Kills, ist nicht gerade so das Optimale. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Gameplay oder beim nächsten Video. Wenn ihr irgendwelche Tipps oder so für mich habt, so jetzt, Anführungsstrichen Neuling, dann gebt mir die. Und wenn nicht, dann gebe ich euch ein paar Tipps, die ich vielleicht noch irgendwie wissen könnte aus meiner alten Zeit. Aber egal, Low Gaming, Om, Blom, Gaming, PL, Server, Deathmatch, schaut vorbei, wenn ich mal spiele. Wenn nicht, dann nicht. Und dann würde ich mal sagen, bis dann. Ciao.